Ich zeige euch heute einen unglaublichen Glitch, mit dem ihr innerhalb von wenigen Minuten Zehntausende, Hunderttausende, vielleicht sogar Millionen von Euro-Dollar in Cyberpunk 2077 machen könnt. Bleibt dafür auf jeden Fall am Start. Liebe Leute, mein Name ist Fragnard. Hier auf dem Channel dreht sich alles rund um Open-World-RPGs. Bleibt also mega gern mit dem Abo mit dabei, wenn ihr da Bock drauf habt. Und für alle, die neu auf meinem Kanal sind, hier nochmal kurz der Hinweis, die Glitches, die kommen eigentlich nur auf meinem Zweitkanal Nahtfrag. Das heißt, wenn ihr Glitches wollt, dann schaut da mal gerne rein. Das lohnt sich dann auf jeden Fall für euch. Hier auf dem Hauptkanal wird das der erste und letzte Glitch zu Cyberpunk 2077 gewesen sein. Ist aber auch ein absolutes Brett. Also dieser Glitch ist echt genial, echt krank, okay? Es ist ein bisschen Aufwand, lass uns einfach mal loslegen. Ja, und um das Ganze zu machen, begeben wir uns hier nach Pete's in Santo Domingo. Das Ganze findet ihr hier auf der Karte und ich zoome einfach mal an meine Location rein. Ich bin hier bei der Mission Space Oddity. Das ist eine Mission mit mittlerer Gefahr bei mir und ihr könnt hier einfach zu diesem Gebäude hin einfach von Pete's aus einmal über die Straße. Da kriegt ihr hier eine Questline. Hier sind einige Obdachlose, die haben einen Aktenkoffer gefunden und diesen Aktenkoffer, den wollt ihr haben. Ich habe den abgekauft. Dann geht ihr hier einmal ums Haus rum und lootet hier diesen Körper. Ja, da sind einige Dinge drin und damit gehen wir dann zurück zu diesem Koffer. Ja, wir könnten den auch hacken, wenn wir es eben können. Ich kann's, aber wir können auch eben diesen Zugangssplitter einstecken. So, jetzt scheißen wir die Wand an und da geht's weiter mit der Quest. Diesen PC durchsuchen wir erstmal nach allen wichtigen Dingen. Da sind einige Dateien drauf und. Und wir kriegen einfach mal einen Wegpunkt 1,8 Kilometer weiter entfernt. Ihr fragt euch jetzt sicher, ey, warum machen wir diese Quest? Werdet ihr gleich sehen. Am Ende gibt es nämlich ein Gemälde und das brauchen wir, um den Glitch durchzuführen. Zum Ort der Quest fahren wir natürlich mit dem Caliburn. Wer diesen krassen Wagen kostenlos haben möchte, Video dazu auf meinem Zweitkanal Nahtfrag habe ich ja eben schon mal kurz erwähnt. Das ist das Video zum besten Auto gratis in Cyberpunk. Am Absturz dort angekommen, müssen wir einfach mal kurz 7 Gegner besiegen. Das Ganze natürlich mit meiner Lieblingswaffe, mit der ich einfach mal 42.000 Kopfschussschaden mache. Easy. Video zur besten Waffe in Cyberpunk habe ich hier auf dem Kanal tatsächlich hochgeladen. Das heißt, wenn ihr diese Waffe sehen wollt, dann lohnt sich das auf jeden Fall. Mit ihr ist jeder Gegner One-Hit absolut krank. Einer geht noch rein. So, und da haben wir es, das wunderbare Gemälde. Und jetzt können wir auch schon den Glitch machen mit Brancesi 2021. Jetzt suchen wir uns hier einen Übergabeort raus. Das sind diese Verkaufsautomaten, am besten direkt neben einem Schnellreisepunkt. Zunächst gehen wir einfach erstmal normal. Ja, also Schritt 1, nachdem wir das Gemälde haben, wir gehen hier normal an den Automaten. Gehen hier einfach mal auf das Alles unsortiert und so weiter Tab. Und suchen uns hier raus ohne Titel Nummer 18 Brancesi. Ihr könnt auch weitere Dinge verkaufen, die ihr zum Beispiel haben möchtet. Zum Beispiel legendäre Item-Komponenten. Da gerne dann nur eine von verkaufen. Ihr werdet gleich sehen, warum. Auch denkbar sind zum Beispiel legendäre Waffen oder eben irgendwelche Mods, die ihr geil findet. Bei mir soll es jetzt erstmal das hier sein. Und dann gehe ich wieder aus diesem Menü raus. Speichern mal eine Runde ab. Das können wir wieder zurückkaufen. Und jetzt drücken wir, wie gesagt, die Verkaufen und die Escape-Taste gleichzeitig. Und das muss man auf jeden Fall ein paar Mal probieren. Ihr seht, ich bin jetzt hier ein paar Mal dran und es hat noch nicht geklappt. Aber nicht den Mut verlieren. Einfach weitermachen. Escape und R drücken, bis sich dieses Verkaufsmenü hier verändert. Und jetzt habe ich es endlich geschafft. Ihr müsst wirklich häufig die Escape- und Verkaufen-Taste gleichzeitig drücken, bis ihr dieses Menü habt, wo ihr hier tatsächlich durchlesen könnt. Ja, also meine Faustregel ist, man kann das Delivery hier lesen, dann hat man es geschafft. Und jetzt kann man unendlich oft dieses Item hier zurückkaufen. Ja, ihr seht hier das Gemälde, das kaufe ich mir in unendlicher Quantität zurück und es wandert in mein Inventar. Auch diese Komponenten hier kann ich mir unendlich oft kaufen, das ist kein Problem. Das Problem ist, allerdings kostet das Geld. Bis auf das Gemälde hier, da macht ihr natürlich unendlich Plus mit, wenn ihr das dann wieder verkauft. Aber wenn ihr hier die anderen Komponenten euch holt, das kostet Geld. Da müsst ihr wirklich dann für blechen. Die einzige Limitation für euer Geld machen ist es hier wirklich, wie schnell könnt ihr klicken. Wie schnell könnt ihr auf dieses Gemälde klicken? So oft bekommt ihr es dann ins Inventar. Ihr seht, dass der Geldstand verändert sich nicht. Das ist ein verbuggtes Menü. Also bei den anderen Käufen hier, bei diesen Komponenten, da verändert sich der Geldstand tatsächlich. Aber bei dem hier nicht. Ich kann mir auch mal ein paar einfach von diesen Pistolen holen und die dann alle zerlegen für ein paar Materialien. Das ist überhaupt kein Thema. Und jetzt besorge ich mir noch ein paar von diesen Gemälden. Und dann würde ich sagen, schließen wir das Ganze mal.
Ja, und wir haben jetzt hier ein paar neue Items erhalten. Gehen wir mal in den Rucksack, dann seht ihr, ich habe diese ganzen Items hier kaufen können. Mein Geldstand ist allerdings noch nicht gestiegen. Und ich kann zum Beispiel solche Schwarzmarktbatterien hier einfach mal platt machen, was ich sonst halt nicht machen würde. Einfach, weil ich eben so viel von den Mats jetzt brauche. Von den Gemälden habe ich jetzt schon 185 in so kurzer Zeit gemacht. Und die kann ich dann gleich natürlich teuer verticken. Einziges Problem, was ich hier sehe, ist, dass die Liberty tatsächlich zu einer gewöhnlichen Pistole geworden ist, statt einer legendären. Da habe ich jetzt einfach einen Verlust hinzunehmen. Das muss man aber wissen, wenn man glitcht, dann kann halt sowas passieren. In dem Fall ist jetzt eben die Waffe einfach mal zu einer gewöhnlichen geworden, statt einer legendären. Jetzt kann ich wieder hier zu dem Automaten gehen und einfach mal das Gemälde verkaufen, so oft ich es eben kann. Er hat 91.000. Die können wir uns jetzt wieder zurückholen, beziehungsweise 15.000 hat er vorher. Bedeutet, ich wähle jetzt hier einfach mal 22 Gemälde, die verticke ich ihm. Und dann habe ich das Geld wieder in meinem Inventar. Wenn ihr unendlich Geld haben wollt, dann müsst ihr jetzt warten. Bedeutet, wir warten einfach mal hier 24 Stunden bis zum nächsten Tag. Und dann geht das Ganze von vorne los. Nachdem wir gewartet haben, können wir jetzt wieder hier etwas verkaufen. Aber denkt dran, das darf nicht verbuggt sein. Also wir verkaufen ihm das Gemälde einfach nochmal so. Jetzt hat er einige davon und dann können wir wieder in den verbuggten Modus gehen. Also immer erst einmal normal. Das verkaufen, was ihr duplizieren wollt. Und ich würde euch wirklich empfehlen, vielleicht eure geilsten Mods euch rauszusuchen, die ihr unbedingt nochmal wollt. Wie gesagt, wenn ihr einfach nur Geld wollt, dann jetzt einfach Escape und R gleichzeitig drücken, bis es losgeht. Und da haben wir wieder das verbuggte Menü. Und wir können jetzt einfach mal wieder alles zurückkaufen. Das Problem ist jetzt an der Stelle, ist 1 entweder die richtige Menge oder eben eine sehr hohe, je nachdem, was schneller ist. Also sagen wir, ihr stackt hier entweder ein paar tausend von den Gemälden rein, dann ist das schneller. Oder ihr habt hier eben 1 und könnt dann ganz oft draufklicken. Und ihr könntet den Speed natürlich erhöhen, wenn ihr euch einen Autoklicker holt am PC oder irgendwie euren Sohn oder eure Tochter da dran setzt, die dann einfach mal eine Stunde lang hier auf die Sachen klicken soll. Das ist überhaupt kein Thema. Das einzige Limit ist hier eben das Budget der Verkäufer. Wie viel Kohle die haben. Aber ihr könnt zum Beispiel auch zu einem Cyberdog gehen, da richtig viel Asche lassen und ihm dann vielleicht einfach nochmal ein paar Sachen verkaufen. Auch das ist überhaupt gar kein Problem. So kriegt ihr die besten Cybermods, wie zum Beispiel den Doppelsprung. Der ist übelst geil, könnt ihr euch alles leisten. Jede Waffe, die ihr haben wollt, jedes Auto, was ihr haben wollt, all das ist euers dank der WhatsApp-Gruppe. Natürlich nicht dank der WhatsApp-Gruppe, sondern dank des Glitches. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr auf meinem zweiten Kanal, wie gesagt, Nahtfragt mal reinschneit. Dort gibt es weitere Glitches oder auch nochmal Tipps zu kurzen Sachen wie das beste Auto und so weiter gratis bekommen. Ich werde mich jetzt hier noch ein paar Stunden dran setzen in diesem verbuggten Menü. Ihr seht auch, dass Level und so weiter, das ist alles ein bisschen falsch eingezeichnet und einfach mal ein paar Gemälde kaufen, bis ich dann, weiß ich nicht, ein paar Millionchen habe. Auf meinem zweiten Kanal habe ich ja schon einen anderen Money-Glitch gezeigt, der etwas, naja, sagen wir, unkomplizierter ist. Ich persönlich muss aber sagen, das hier macht einfach nur Spaß. Es macht einfach nur mega Spaß, hier die ganze Zeit mit der linken Maustaste auf dasselbe Item zu klicken. Es gibt eigentlich kaum geilere Dinge, die man mit seinem Tag anfangen kann, meiner Meinung nach. Ich bin mal gespannt, wie viel ich gleich habe mit meiner neuen Maus. Hau ich hier so richtig in die Tasten und gönn mir einfach mal unendlich viele Items. Schließen wir das Ganze mal. Und tatsächlich habe ich mir eben einfach nochmal ein paar Waffen Mods erschlichen, nämlich 10% Crit Damage. Damit verbessere ich hier meinen Revolver nochmal auf ein paar mehr DPS. Und ja, auch diese duplizierten Mods hier kann ich mir natürlich dann zerlegen, wenn ich Bock habe. Es ist halt wirklich geil, wenn du dann deine ganzen Waffen einfach mal aufs nächste Level heben kannst. Das ergibt wirklich Sinn, muss man sagen. Epische Item-Komponenten, das ist jetzt das, was ich mir persönlich als nächstes hole. Und natürlich die Upgrade-Komponenten. Dann werde ich tatsächlich meinen Charakter mehr auf technische Fähigkeiten auch noch drillen, denn derzeit mache ich einfach unnormal viel Schaden. Und dann kann ich mir richtig geile Sachen craften. Übrigens noch eine kleine Kaufempfehlung für euch. Holt euch auf jeden Fall noch ein Betriebssystem. Ja, in legendärer Qualität. Holt euch vielleicht den Doppelsprung, wenn ihr eben auf Cyberware steht. Die Panzerung mit 200. Ein Smartlink, wenn ihr eben smarte Waffen benutzen wollt, die immer treffen. Und ich finde sehr, sehr geil den Raketenabschuss. Einfach mal richtig schön jederzeit Granaten zur Hand, aber eigentlich aus dem Arm, also zur Arm. Ansonsten wünsche ich euch noch ein ganz frohes Glitchen und vielleicht sehen wir uns heute Abend im Livestream um 20 Uhr auf twitch.tv/fragenhat. Gibt, glaube ich, heute was ganz Geiles, eine coole Überraschung. Bis später, euer Peter. Und natürlich hier gerne nochmal die Glocke aktivieren, wisst ihr ja. Ciao, Leute. Bitte, 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 kann ich Cyberpunk haben? Ich hab's mir schon gekauft, aber bitte nicht sagen. Bitte, 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 kann ich Cyberpunk haben? Wenn Papa nein sagt, geh ich halt Mama fragen. Mama sagt ja, aber Papa sagt nein. Ich will einfach nur zocken, will ich endlich ein. Mama sagt ja, aber Papa sagt nein.